So, dann kommen wir mal hier zu den Karten für die Heilung. Schauen wir mal, wo dein Gegenüber steht, was für Themen er im Moment hat. Es geht um Bindungsfähigkeit. Ja, ich habe schon gemeint. Also er meint, wenn er nicht in dir herumbohrt und nicht in die Tiefe geht, wird er dir damit ein Geschenk machen. Aber es kann sein, dass es bei dir komplett als unerwiderte Liebe ankommt. Und er bringt hier so ein Thema mit und es heilt gerade bei ihm. Also diese Fähigkeit, was er hier als Potenzial mitbringt, dass er irgendwann mal ganz den Moment genießen kann und nicht immer wieder dicht macht und auch mal über Gefühle redet und wirklich die Nähe zulassen kann. Das ist das, was er jetzt heilt. Und vielleicht ist es eine Angst in ihm, wenn man den anderen ganz nah ranlässt, dann kann er ja auch wieder weg sein. Vielleicht kennt er kein richtiges Bonding. Vielleicht haben seine Eltern ihm da was nicht Harmonisches vorgelebt und es war sehr schmerzhaft. Vielleicht gab es Scheidung oder Trennung oder ewigen Streit. Das wirst du ja jetzt dann sicherlich wissen. Und es heilt in ihm dieses, dass er sich binden kann. Es ist doch wunderschön. Es ist jetzt am Heilen. Das passt total. Und es wird dir gut tun, aber schau, dass du es in der Leichtigkeit lässt, weil wenn jemand bindungsunfähig ist, ist natürlich auch jedes harsche Wort, jede Kritik immer sofort ein Grund, wieder dicht zu machen. Ja, das sind Menschen, die extrem ängstlich und unsicher sind. Ja, einen nicht nah ranlassen, immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn sie dann mal weiter aufgemacht haben, dann machen sie danach umso länger zu. Also das hat was mit Ängsten zu tun, ja. Es hat nicht damit zu tun, dass du nicht okay bist, wie du bist. Du darfst dich gut fühlen, du darfst dich verspielt und leicht fühlen und dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und Raphael wird deine Gefühle heilen. Raphael heilt auch Emotionen, er wird zu dir kommen und auch, vielleicht hast du auch ähnliche Themen. Man zieht ja immer Partner an, mit denen man auch was lernt. Vielleicht ist dieses Bindungsthema, das Bonding, auch ein Thema, was du auch hast. Und vielleicht geht ihr da zusammen gerade durch. Du kannst auch deinen Partner, den Raphael, gerne schicken. Und wenn er den nehmen will, dann kann er den ja nehmen. Dann schauen wir, was er noch für ein Thema hat. Ja, das ist, passt total. Es geht um Angst. Weil da hinten drin, hinten drin, da hinten, dahinter, da sitzt jemand, der Angst hat. Und das will nicht entdeckt werden. Die Angst ist sehr groß, ja. Und das wird aber jetzt geheilt. Ne? Angst und Bindungsfähigkeit hängen ganz nah. Es gibt die Angst, dass man nicht okay sein könnte, dass man verlassen wird, dass man einfach, das soll ja auch keiner entdecken, weil das ist ja so eine Ego-Verschwörung. Die Angst will ja nicht entdeckt werden und deswegen zieht man sich zurück, immer mehr zurück. Aber es kommt in Gange. Hier, das ist die Heilungsenergie, die bei ihm jetzt fließt oder bei ihr, ich weiß nicht, in welcher Konstellation ihr seid. Es wird jetzt geheilt, die Bindungsfähigkeit. Ne? Wenn es dir jetzt irgendwie zu oberflächlich ist oder so, du kannst ja auch dazu ein persönliches Reading buchen, wo genau du stehst. Da kann man ja dann nochmal auf die Eltern schauen. Was kommt vom Vater, was kommt von der Mutter, was haben die da mitgegeben oder bei dir. Ne? Also das kann ich jetzt hier nicht alles in ein allgemeines Reading reinlegen. Gut, ich lege euch jetzt noch Ho'oponopono-Karten dazwischen. Die sind auch energetisiert und schauen wir mal, was da zwischen euch noch jetzt in Vergebung gehen darf, was euch da hilft. Ich lasse es auf jeden Fall hier liegen und da läuft auch Heilenergie. So, dann haben wir jetzt halt diese und diese. Dann schauen wir die mal gleich an. Einmal haben wir Clarity, es geht um Klarheit, auch jetzt bei dir zu wissen, was will ich denn wirklich, wo will ich wirklich hin. Ja, will ich ihn wirklich, will ich mich wirklich binden? Bin ich bindungsfähig? Traue ich mich, dass einer hinter meine Schutzfassade schaut? Oder habe ich da auch ganz viel versteckt? Wie klar bist du damit? Meinst du nur, er müsste sich öffnen, aber du brauchst es nicht? Oder sagst du, ich öffne mich jetzt ganz und lasse auch zu, dass jemand sieht, wie empfindlich ich bin. Und ich versuche jetzt positiv zu sein. Ich will diese Beziehung. Bist du so klar? Okay, du bekommst den Klarheitsimpuls drauf, der wirkt jetzt hier, auch für euch beide. Will er wirklich Bindung? Ja. Ja, das passt doch. Und Vertrauen kommt dazu. Klarheit und Vertrauen. Ihr dürft beide der Liebe vertrauen. Ihr habt ja auch das Herz. Ihr dürft beide der Liebe vertrauen und dass man sich öffnen kann, ohne dass man irgendwie
Notumfeld. Das Ego sagt dir immer, dass das nicht möglich ist, über diese Ängste drüber hinwegzugehen. Und es kann unglaublich befreiend sein, etwas zu wagen, was du noch nie gewagt hast, und zu sehen, dass nichts Schlimmes passiert, sondern dass du am Ende mehr Lebenskraft bekommst dadurch. Wenn du einfach sagst, ich will mich jetzt nicht länger von diesen Ängsten regieren lassen. Ich möchte frei sein davon. Ich möchte Spaß haben. Ich will einfach nur lachen. Ich will glücklich sein. Ja? Dann wird die Kraft wiederkommen. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns ja dann wieder. Und vielleicht gewinnst du ja auch ein Reading, einfach drunter kommentieren. Ich werde dann ein oder zwei Readings, jedenfalls von Facebook oder von YouTube, werde ich vielleicht jeweils einen, ich muss nach meiner Zeit schauen, aussuchen. Oder es dauert dann ein bisschen. Gut, dann haben wir jetzt hier das Einhorn. Wenn du das gewählt hast, ja, du musst jetzt mal da drüben warten. Ja, sieht man gar nicht. So, dann kommen wir mal zu dir. Welchen Engel hast du? Wer begleitet dich? Du hast den Sonnenengel. Ja, auch der Sonnenengel bringt Licht nochmal und Mut. Er bringt Licht auch nochmal in Anteile, wo du etwas versteckt hältst, wo du Angst hast, wo du dich nicht ganz traust, dich zu öffnen. Auch da bringt der Sonnenengel jetzt wirklich die Lebensfreude, die Liebe, das Licht hin. Ja? Das ist wunderschön, das unterstreicht es nochmal. Also der bringt wieder die Sonne in dein Leben, der Sonnenengel. Ganz, ganz schön. Gerade jetzt natürlich in Bezug auf die Liebe, und wenn die letzten Wochen sehr schwer waren, kriegst du jetzt einen ganz, ganz dicken Sonnenengel für diese Woche. Und von den Seelenkarten, was kommt da bei dir? Schaue nochmal deine Muster in Beziehung an. Das kannst du mit dem Sonnenengel machen. In der Hand, kannst du das Licht auf deine Muster richten, ja? Und auch nochmal, wovor hast du Angst in Beziehungen? Du siehst hier eine Frau, die sitzt, die mit der Harfe, die sitzt vor so einem Spiegel und soll jetzt in den Spiegel schauen. Und die andere Frau sagt, schau doch hinein, du bist doch wunderschön, schau dich doch einfach mal an. Dass du wirklich dich traust, in den Spiegel zu schauen und auch zu erkennen, ja, welches Verhalten du vielleicht hast, wo vielleicht auch Ängste dich regieren oder wo du vielleicht auch manipulierst aus Angst und es dir nicht auffällt. Weil du vielleicht denkst, ich muss hier alles zusammenhalten, ich muss die Strippen halten, ich muss schauen, dass es läuft. Ja, wieso schaust denn immer du? Es gibt zwei Leute, die in der Beziehung jeder zu 50% beteiligt sein sollten. Okay, schau mal, vielleicht tust du viel zu viel. Oder vielleicht machst du deinen Mund nicht auf, vielleicht meldest du keine eigenen Bedürfnisse an, vielleicht, das sind jetzt alles Sachen, die durchkommen, die sind nicht unbedingt in dieser Karte, ja. Vielleicht sagst du nicht, was du nicht möchtest. Und schau in diesen Spiegel, bring das Licht dahin, bring die Sonne dahin. Bring Licht unter den Teppich, Licht in den Keller und schau die Muster an und durchlichte sie liebevoll. Das kannst du natürlich auch wieder mit jemand anders machen. Oder vielleicht gewinnst du auch ein Reading. Wäre ja schön für dich. Gut, dann schauen wir mal. Also hab Mut, dahin zu schauen, weil da liegt die Befreiung drin, wenn du die Dinge identifizierst. Da gibt es dann eine Befreiung dahinter. Wenn man wegguckt und sagt, nee, oh, will ich lieber nicht wissen, dann läuft es ewig so weiter. Und wenn du nicht glücklich bist, dann schau lieber hin, ja? Gut, dann schauen wir mal nach. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Ach, das ist doch schön. Wird ein Blumenkranz hingelegt. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Mhm. Wunderbar. Vielleicht gibt es einfach bei dir ein bisschen was loszulassen. Ja, ich weiß, dass viele Frauen energetisch viel zu viel tun und in die Liebe reinstecken und sich daraufhin auch die Männer ja ausruhen können. Ja, und die Frau viel zu viel stemmt und macht und tut, was gar nicht alles nötig ist. Und es braucht natürlich auch Mut zu sagen, nö, jetzt lasse ich ihn mal kommen. Jetzt lehne ich mich mal zurück. Jetzt warte ich mal ab, was passiert. Das braucht auch Mut. Weil bis dato hat man vielleicht alles auch aus Angst heraus geregelt und gemacht und getan. Und was passiert, wenn ich mich emotional ein bisschen mehr zurückhalte und sage, so, jetzt 50% sind meine. Und nicht mehr 100 oder 120. Und jetzt darf der andere mal kommen. Ich bleibe positiv. Ich bleibe einfach dabei positiv, ruhe mich aus, mache schöne Sachen, habe ein bisschen Lebensfreude, gehe mal schön weg mit Freunden
Genau, bleib klar dran, schau alles an und komme wieder in meine Kraft und mach das jetzt nicht weiter irgendwie von meinem Partner abhängig. Ich kümmere mich jetzt mal um mich. Das ist doch schön, oder? Hört sich doch auf jeden Fall gut an. Dann schauen wir bei deinem Gegenüber. Da kommen jetzt zwei Botschaften hier von den Karten für die Liebenden. Schauen wir mal nach. Es geht um Sehnen. Also dein Gegenüber sehnt sich nach dir. Ja, er hat Sehnsucht. Sehnsucht ist ein süchtiger Zustand des Mangels. Wir verzehren uns ständig nach unserem Geliebten, weil in uns etwas fehlt, was wir durch ihn zu füllen hoffen. Sehnen hingegen ist der Ausdruck eines Liebespotenzials, das danach verlangt, mit einem geliebten Menschen verwirklicht zu werden. Wenn wir dem Sehnen unseres Herzens Raum geben, bis es nicht mehr schmerzt, zeigen sich innere Qualitäten wahrer Größe, Kraft und Freude, die wir als Ausdruck unseres Seins in jede Begegnung tragen werden. Ja, da passiert auch wirklich was. Also dieser Zustand des Mangels und dieses sich wirklich einlassen und sich mit dir verschmelzen, da gibt es so einen leichten Shift, also so, da wechselt sich etwas raus von, dass er sich dir gegenüber im Mangel empfindet und vielleicht dann Druck kriegt, wie und wie geht das jetzt? Und diese Seite, dass er wirklich mit dir vom Herzen her sein will. Er will mit dir verschmelzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Schauen wir noch nach, was kommt noch für eine Botschaft? Auch eine Potenzialkarte und dahinter steht die Freiheit. Also bei deinem Gegenüber findet hier auch eine Befreiung statt. Wunderbar, zwei Heilungskarten hier. Also, Liebe verschenkt sich aus purer Freude, empfängt im Bewusstsein kosmischer Fülle. Also er wird sich nicht länger als bedürftiger, als mangelnder, als bräuchte er dich empfinden, sondern er wird da auch befreit. Das ist so schön. Liebe ist bedingungslos und frei und findet von Augenblick zu Augenblick, von Begegnung zu Begegnung ihren spontanen, kreativen Ausdruck. Sobald wir versuchen, den breiten Liebesstrom zu begrenzen, beginnt er zu versiegen. Das ist vielleicht ein Hinweis an dich, falls du vielleicht zu viel gelenkt hast, lass ihn da auch frei, denn er wird kommen, er will dich, er will mit dir sein, er sehnt sich nach dir. Frei sein für die Liebe bedeutet nicht, ohne Angst zu sein, doch wir geben die Angst, der Angst nicht mehr die Macht, uns davon abzuhalten, uns tief zu öffnen und zu schenken. Freiheit ist keine Flucht vor der Liebe, sondern wächst auf dem Boden des tiefen Einlassens. Das ist so krass. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass bei allen drei Männern hier unten, allen drei Stapeln, sind ja mehr Männer als drei oder auch Frauen, irgendwie ein ähnliches Thema ist. Es geht um Befreiung, es ist so toll. Ich bin total bewegt. Es ist echt schön.